Hallo und herzlich willkommen zu Online. einem weiteren Part von Dungeon Defenders Was? 2. Was? Wieder da mit dabei der gute Was? Lompi und der gute Darky. Ja, ich bin der Lompi. Hallo, und ich bin Dark. Und ich bin der. Ja, egal, vergesst es. Na Wir gut, machen dann jetzt. müssen wir jetzt die nächste Map mal stoppen, ne? Ja, erstmal ganze Loot einkassieren, hallo. Ich habe gerade wieder eine Kiste bekommen, aus einer Kiste. Was sagst du dazu? Boom! Jetzt tappt. I like it. So, haben wir noch irgendwo was an Stuff liegen? Habe ich noch Da wird irgendwas? jetzt die Folge 40 Minuten lang, wenn wir jetzt hier noch 10 Minuten lang looten. Ja, ich hoffe es nicht. Sowieso, wir müssen doch Equipment. Equippen. Oh mein Nee. Gott. Nice. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reinkomme mit I. Ja. Nur bitte aussehen und die anziehen. Holy. So. Holy. Holy moly. Oh, da ist noch was an Gold, das will ich haben. Gold, 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 Gold. Meine Golde. Wie können wir die Dinger nochmal upgraden? Was? Ach so. Muss irgendwie Strong oder so drücken dabei. Shift? Steuerung? Nee. Alt. Alt? Auch nicht. Ach, keine Ahnung. Komm, nächste Map. Eine Zwischensequenz. An old beggar holds a glowing staff and greets them with joy. Though he hides his face, he informs them that they can take refuge in Littlehorn Valley just above. As the heroes climb the ladder out of the sewers, the monk notices something odd about the beggar. But the light is extinguished and he is nowhere to be seen. Habt ihr den Fehler gerade gefunden? Hui. Nein, ich habe nicht zugehört. Nein, er sei eine dicke Lumpe, weil er hat aber irgendwie Magie-Equipment angehabt. Bonus ist schon Ja. ziemlich nice. Jo, ich wäre für ein Next Map. Jo. Jawohl. Da bin ich dabei. Das Kommen ich in der Little Horn bin. Valley. Little Horn Valley. Press any button to Ah, continue. je. Auch wieder fünf Wellen. Okay. Das heißt, Okay. diese Welle werden wir dann im Part dann trennen. Tatsächlich. Also, Was? diese Wieso Welle, das denn? die Map werden wir trennen, würde ich sagen. Weil das wird dann wieder so 30 bis 40 Minuten sein. Ja, deswegen habe ich mich gewundert, dass du jetzt direkt wieder die nächste Folge angefangen hast. Ja, why not? Why not? Erstmal die Karte. Die hätten wir ja schon mal eine nette Falle. Wir aktivieren Fallfässer runter. Warte mal, was. Drückt doch beide schon mal auf G, dann sehen wir schon mal, wo die Gegner langlaufen. Wäre eine Idee. Ja, ich war gerade noch ein bisschen am Equipment. Equipment. 267. Wir haben 5. What the fuck? Warte mal, 1, 2, Okay. 3. Geh dann hier lang. 1. 2, 3, sind 5, ne, oder? Fünf Gänge Monster, noch nichts bauen, Lombi. Warum Erst einmal um, nicht? weil ich gesagt habe, wir müssen erstmal gucken, weil wir haben hier das East Gate, was wir verteidigen müssen. Wir haben das West Gate, was wir verteidigen müssen. Ich Wir habe mir doch schon haben. alles angeguckt. Und dann keine Teambesprechung, also wirklich, man muss sich alles miteinander absprechen. Wir brauchen erstmal ordentliche Barrikaden, bevor wir deine Flame-Dinger aufbauen. Barrikaden sind sinnlos. Willst du gleich oder Nee, später ja. mal? Ja, nee, mach. Dann würde ich vorschlagen, warte, dass du Barrikaden hier oben baust. Dass die hier oben irgendwo aufgehalten werden. Oder hier unten. Ja, einmal muss ich aber auch hier was aufbauen, damit hier nicht durch das Gate kommt. Nee, ich Jetzt hier beschütze das nicht. Gate. Zwei, Ich drei, schütze das Gate hier. vier. Ja, das Gate beschützt, aber trotzdem würde ich dir hier eine Warte mal. Barrikade hinstellen, dass Hier. du halt etwas Ah. Verteidigung mit hast. Ja, okay, gut. Okay, Wie es viel sind kostet eigentlich deine fünf. Verteidigung? Meine Verteidigung kostet 40. Okay. Deswegen kann ich das hier gebrauchen. Ich kann ja auch meine mit meinem Magier die einfachen Barrikaden machen, die kosten halt nur 30. Ja, aber nicht selbst verteidigen. Ist ein Problem bei vielen Nahkämpfern. Also es sind definitiv fünf, ne? Ja. Kommen definitiv von fünf Wegen. Das finde ich ein bisschen zu weit hinten.
Wieso? Ja, weil wenn ich hier oben stehe und hier oben verteidige, dann kann ich von hier oben immer noch ein bisschen draufballern, wenn die hier stehen bleiben. Und wenn ich hier meine Flammen mache, dann kann ich die hier so mittig platzieren. Ich habe das jetzt eigentlich dahin gemacht, weil ich mir Sorgen mache, dass Fernkämpfer, die hier den oberen Weg langlaufen, das da unten attackieren. Weil die Fernkämpfer werden sich ja alle dann hier unten alle sammeln, deswegen. Gut. Außerhalb der Fernkämpfer anderer Danes. In Ordnung. Da oben halt nicht. Aber wenn sie dann bei dir da hochgreifen, anderes. Oh. Hoch? Ja. Und dann kommen die auch nochmal hier, was ich recht widerwärtig finde. Ich hoffe, da reicht eine Skeletal-Orc-Barrikade. Der Falle, die davor ist. Drüben haben wir ja auch noch einen Weg, ne? Und dahin. Alles klar, danke. Moment, Falle. Moment. Könntest du? Ja. Klar, die Falle ist. Ja, also muss ich hierhin aufbauen. So, dann könnten theoretisch hier noch Fernkampftürme aufgebaut werden. Die Mitte ist auch noch wichtig, ne? Da haben wir doch auch schon eine Barrikade. Wo denn? Hier kommen aber zwei Wellen lang, ne? In dem Zwischenpass. Ah, okay. Moment, Dark. Anwesend. Warum machst du hier eine Barrikade hin, wenn hier zwei Wellen lang rein? Weil die andere Welle da hinten ist. Weil die andere Barrikade hier vorne ist. Wir müssen das Ding ja auch noch beschützen. Ja, aber wenn die hier aber durchbrechen. Wenn die davon durchbrechen. Wäre es nicht sinnvoller, hier jetzt lieber dann stattdessen noch eine hinzustellen, statt der davon? Ich habe die hier hingepackt, deswegen. Man kann das Tor kurzzeitig schließen. Beziehungsweise Leute einquetschen. Ja. Okay. Pass auf, dann mache ich hier mal eine Flamme hin. So, wo soll ich dann die Bäume hinstellen? Also, du hättest einmal für einen Baum hier Platz. Voll. Kannst einmal deinen Baum hier auf dieser Plattform, auf diesem Plateau platzieren, dass du hier schön deine Verteidigung aufbauen könntest. Und dann drüben bei Lombi wäre theoretisch auch nochmal so ein kleines Plateau. Mhm. Pass auf, ich verteidige hier. Ich verteidige nur gerade die Bäume. Ja. Dann hätten wir hier auch nochmal ein Plateau. Machst du mir mittig? Ja, gut. Die Mitte weiß ich noch nicht, wie wir das da machen. Theoretisch entweder dahinter. Oder du kannst auch da auf die Dinger da drauf machen. Weil es stimmt, hier oben. Würde ich dann sagen, machen wir Lompis Flugabwehr hier hin. Naja. Hier so. Dann tue ich am besten das mit dem Baum hier hin. So, dann kann ich jetzt überall erstmal. Ja. Lobby, eine Flugabwehr würden wir hier gebrauchen wollen. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Ich habe aber noch. Ich habe noch 67. Okay. Warte, wo bist du? Hier oben. Wo auch deine Türme hin sollen. Flugabwehrtürme. Ja, hier oben. Ach, da hinten. Hi. Okay. Wo meinst du, soll ich das hinstellen? Ja, hier auf dieser Plattform, wo wir auch drauf rum. Mach ich das hier hin? Fangen wir erstmal hier hinten an, oder? Ja. Ich habe jetzt in jedem, glaube ich, ein Insekt hingesetzt, tatsächlich. Nicht hier in der Ecke, wo ich gerade rumgehüpft bin. Da ist ein Insekt, ja. Da. Ja. Da und hier. Ja, schon überall Insekten jetzt drin. Hat noch 27. Ich könnte noch eine Feuerfalle jetzt bauen. Okay. Okay, dann warte. Hier. Lompi. Ja. Jetzt könnte ich sogar zwei bauen. Ja, siehst du. Okay. Wo soll ich ihn hinstellen? Du
Du könntest das theoretisch, weil wir hier jetzt noch nichts für Fernkämpfer als Verteidigung haben, bei diesem ein extra Geld, wo du dich hier erst beschwert hast, dass du das dann quasi hier hinbaust für Fernkämpfer. Das wäre ungefähr deren Reichweite, wie die dann da drauf ballern werden. Ja, so. Okay. So wie Drachen. Und ich gehe jetzt wieder auf meine Posi, die ich gesagt habe. Dann muss ich mal gucken, wo ich jetzt am besten hingehe. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Oder weißt du was? Ich wechsle mal auf die Bogenschützen und werde dann von der aus gesehen dann rumschießen. Schau mal, so, wo wir stehen. Nicht raus. Nee, Bloody, du würdest eventuell mit auf die Richtung gucken. Welche? Weil dort Flugeinheiten kommen. Welche? Da, wo ich hinschieße. Ach, da oben, okay. Da Einheiten her. Und hier kommen wir auch nochmal zu. Ich hab einen schlechten Gordon. Ich drück schon mal auf G. GG. Damit das hier vorwärts geht. Jo. Würde ich auch sagen. Passt auf, dass wir kommen wieder Dynamitstangen-Dudes. Holy shit! Jo, die haben hier schon eine Barrikade. Gott, sind hier viele Drachen rausgekommen. Hier sind übel viele Fernkämpfer unterwegs. Okay, also Bloody, dein Baum hier, der steht richtig kacke. Jo, das Westgate fällt. Westgate ist gefallen. Weil die Gegner, die greifen ja deinen Baum an, ohne dass sie angegriffen werden können, weil die noch innerhalb ihrer Barrikade stehen. Hm. Das ist ziemlich kacke. Sämtliche Verteidigung, die ich habe, ist gefallen auf meiner Seite. Ich glaube, das verkackt man tatsächlich mal. Alter, könntet ihr jetzt hier bitte mal sterben? Sagen, komplett neue Verteidigungsaufstellung gleich. Ja, am besten ganz am Anfang. Die Mitte, die Mitte, die Mitte, die Mitte, die Mitte. Die Innenbarricade ist gleich down. Wo ist denn die? Hier in der Mitte, die ist so gut wie rot. Also so gut wie tot. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich sehe die nicht. Du bist auch in der falschen Richtung. Die roten Dinger. Rot-gelben, die wir verteidigen müssen. Ach da. Alles andere in dem Sinne ist down. Welle down? Du hast noch ein paar. Irgendwo ist noch jemand. Okay. So, das heißt. Also wenn wir es verkacken sollten, hätte ich eine alternative Strategie. Ja. Ein Ramster! Dass wir uns dann, falls wir es nicht schaffen sollten, hier oben einfach einbunkern, Geld zur Ruhe lassen. Ja. Weißt du was? Ich baue jetzt erstmal hier einen Baum hin. Nein, warte. Ich baue erstmal einen Baum ab. Das bringt ja hier oben dann nichts mehr. Jo, ich baue auch meine letzte Barrikade. Ich würde jetzt sagen, wir reißen nochmal einmal alles ein und. Das bringt nichts, Zombie. Dann können wir lieber komplett neu starten. Nee. Dann lass uns Das, was wir jetzt nämlich verkaufen, dann kriegen wir ja weniger Mana zurück. Stimmt allerdings. Ja, das ist nach der ersten Mana weniger. Blödsinn. Dann... Wir können nochmal eine Welle versuchen, aber.
So. Wo ist eigentlich das Ding, das wir am Ende verteidigen müssen? Hier unten und oben wahrscheinlich. Weil die alle hier hinrennen. Das haben ja schon vorher gesagt, dass die Inner Barricade. Okay, die Inner Barricade. Hab ich doch erwähnt gehabt. So, hört man mir zu. Das wollte ich auch. Dass wir dann beim nächsten Mal hier unsere Verteidigungslinie aufbauen, genau hier, wo ich gerade lang laufe. Hier so lang. Ja, wir haben hier unten halt die drei Wege und hier oben die beiden. Genau. Soll ich vielleicht meine Kiste aufmachen? Bloody, wie weit sind wir denn mit der Aufnahme? Bei 15 Minuten. So, ich habe noch 13 Mana zur Verfügung, wenn jemand braucht. Und dann verkaufe ich jetzt hier auch mal wieder. Wie verkauft man nochmal? Ach warte, ich geb's hier einfach. Wenn? Ja. Ich habe eh nichts. Sollen sie halt die Dinger einreißen und dann kommen halt mehr Gegner raus. Mehr Motion verschanzen, dann geht das schon. Die haben schon beide Dings eingerissen. Wir verschanzen uns einfach hier unten, beziehungsweise da oben, dann passt das schon. Da kümmert sich dann oben, wir beide, dann kümmern uns dann oben, unten den Scheiß, würde ich sagen. Ja, okay. Nicht mit der Chor. Lombi? Wie viel bekommst du wieder, wenn du hier deinen Lufttower kaputt machst, also abpresst? 37, wenn ich dich zähle. Sehr. Wenn ich noch gebrauchen, dann könnte ich noch eine Barrikade aufbauen, dass unten auch alle drei Wege geschützt sind. Gut. Richtig? Ja. Ich verkaufe den aber trotzdem. Gut, also. Wollen wir hier oben ein bisschen gucken, ob wir was verteidigen können. Ich wäre dafür, dass wir hier irgendwo noch die Luftabwehr hinbauen, wenn du noch kannst. Luftabwehr in dem Sinne sind wir und die Harpien. Ja. Allerdings gehen die nur in eine Richtung, ne? Beziehungsweise die Harpien hat jeder seine Richtung, das ist klar. Gut, dann versuchen wir es nochmal, würde ich sagen, ne? Ja. Block. Cash. Ha, ich schummel. Eins kann ich noch bauen. Mach ich dann halt drüber. So, ich habe jetzt meinen Healing Fountain aufgebaut. Damit sollten wir auch alle ein bisschen geheilt werden, wenn wir unsere Punkte verteidigen. Jo. Ready? Ja. Was denn? So, ich bin oben links. Bloody sagte, oben verteidige und hier unten. Na, ja. Wir gehen nach unten, Lompi. Achso. Weil ihr habt da unten halt drei Wege und ich will hier oben zwei Wege verteidigen. Aber mir kommt ja auch hier nichts. Die kommen noch alle. Ja, bis die dann kommen, kann ich hier oben auch irgendwas ein bisschen was machen. Ja, das ist richtig. Achtung, bauen wir nochmal. Die innere Barrikade ist schon wieder under Attack. Ja, Fernkampfangriffe. In den Drachen treffen halt häufiger. Oh Gott. Jetzt kommen häufiger diese Erzdinger da. Au. Das war eine Explosion. Oh Gott, und das waren Granaten. Oh oh, die Barrikade ist. Oh oh je. Barrikade down.
Ja, unten ist eine Barrikade down. Okay, ich habe das Gefühl, wir bräuchten noch einen vierten Spieler eventuell. Oder wir stellen es dann nicht mehr auf schwer, sondern auf normal. Was ja eigentlich ja auch geplant war, ne? Wir wollten uns ja erstmal ein bisschen hochpushen. Achtung, fliegende Einheiten. Wir wollten uns ja anfangs einfach nur ein bisschen pushen. Habe ich noch ein bisschen Mana? Jo, ich kann Baum wieder bauen. Sehr schön. Ich kann von hier unten ab und zu auch Zauber runtercasten. Gut. So, wollen wir gerade alles einsammeln. Boah, das ist eine Menge Monster, die jetzt kommen. Verdammte Menge. Wir haben schon 21 Minuten. Wir haben noch zwei Wellen vor uns. Lauter mir die Kristalle. Die Kristalle, die von Monstern gedroppt werden, werden nicht geteilt, sehe ich. Nein? Nein. Okay. Derjenige, der die zuerst aufsammelt, kriegt sie auch. Okay. Wie viel brauchst du? Das ist interessant zu wissen. Nur die Kistenkristalle gehören einem. Was zum Reparieren? Na, da oben. Lombi, du hast eine ganz blöde Angewohnheit. Du reparierst alles, was man eigentlich mit Upgraden auch reparieren könnte. Ja, dann musst du es halt vorher upgraden. Oder du wartest erstmal, bis alles geupgradet ist und dann gehst du auf Reparation. Ja, ich kann ja nicht alles einfach stehen lassen in der Hoffnung, dass du es upgradest. Geh immer einmal rum, um alles Wichtige zu upgraden. Die Barrikaden sind immer das Wichtigste, weil die den ganzen Schaden von den Rest fernhalten. Braucht jemand noch 18 Mana? Ich habe auch noch 18. Ich habe noch 3. Okay. Reicht für nichts mehr. Gut, dann. Geht's los. Holy shit, was bist du denn für einer? Au, 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 au. Wieso bist du immer da, wo ich gerade bin, Bloody? Ja, keine Ahnung. Ja, oh, oder shit. Warum bin ich da, wo Bloody ist? Fragen über Fragen. Du warst gerade eben bei mir, da dachte ich mir, okay, wenn er hier ist, dann gehe ich rüber. Hast du ja wahrscheinlich genau das gleiche gedacht. Yep. Warte. Da kannst du mal aufhören hier. Oh, warte mal, ich bin down, ey. Mich haben sie weggesprengt. Oh, hier ist auch noch ein Heiler-Typ. Und ich glaube, wir gehen gerade die Barrikaden von dir down. Häufiger die Minimap nutzen. Ich habe nichts mehr zum Reparieren, habe ich das Gefühl. Hallo, reparieren? Kann nicht repariert werden. Alter, wie mich hier die ganze Map blockiert. Das ist schon wieder zum Brechen. Okay. Na, das wird nix. Oh, ich sehe auch mal gar nichts mehr in dem Spiel hier. Ich bin mal kurz unten bei euch. Jo. Ich kann nicht mal springen, weil mir alles blockiert. So viel Mana, wunderbar. Also richtiges blaues Mana. Dein Baum hier ist fast kaputt. Welcher? Also. Ach, um fliegende Einheiten. Ich kümmere mich drum.
Und untere Barrikade. Rechts wahrscheinlich. Schaffst das hier oben. Ich bin gerade am Reparieren. Jo, ist nur noch hier ein Fernkämpfer und dann die Lufteinheit. Komm. Wäre jemand nett, den Drachen zu killen? Währenddessen repariere ich gerade Darks Abwehr. Ich kümmere mich gerade um die Flugeinheiten. Drachen down, also gleich statt reparieren, upgraden. Ja, ich habe ja jetzt halt während des Kampfes alles repariert, ne? Ja. Oh Mann, oh Mann. Okay. Das ist. Nee. Ach, hier stirbt meine Barrikade ständig, das ist interessant. Okay, hier ist noch alles in Butter. Ist hier noch irgendwas? Gut. Brauch ein bisschen Mana, dann kann ich noch was upgraden. 30 Mana und ich kann upgraden. Wo bist denn du? Ach, da. Jo. Dankeschön. So, hier unten. Das müsste theoretisch auch noch. Oh, hier ist auch noch eine Barrikade gestorben. Ach du Kacke. Wo denn? Hier vorne. Ah. Ich hatte hier auch zwei aufgestellt in der Mitte. Wie viel brauchst du noch? Ja, 40, damit ich die Barrikade kann. Für eins. Wir haben nicht mehr genügend Platz. Irgendwo ist was zu viel. Warte, jetzt kannst du. Jetzt solltest du sogar noch upgraden können. So, ich habe noch 34 über. Okay, die linke kriegt mehr Damage ab als die rechte, auch wissen. Du hast noch 34? Hm. Ich kann noch mal die andere Barrikade hier upgraden. Ja, komm, warte, ich komm zu dir. Take it. Irgendwas nicht gehabt. Jetzt eigentlich einmal rumlaufen, weil hier liegen noch Items rum, merke ich gerade. Seid ihr beide Monk? Da verdammte Axt nochmal. Wer ist nun wer? Wieso sind wir beide Monk? Weil ich gerade meinen Monk ausgewählt habe. Ach so. Weil er macht schon ein bisschen mehr Damage. Wir können doch irgendwo was 30er-mäßiges platzieren. Weil. Also wenn man da irgendwann 30 Mana übrig hat, dann kann ich noch so eine Feuerfalle platzieren. Hm. Nice, das ist Penta. Der Penta. Nice one. Der Penta. Hat der jetzt nicht gesagt. Bin bereit. Moment, ich auch. Ich bin noch nicht, noch nicht. Okay. Du hast noch. Uiuiuiui. Hier kommst du direkt raus, Alter. Alter, ich machen wirklich viel Schaden hier. Deswegen packe ich ab und zu mal mein Skelett mit hin. Weil das dreht sich und betäubt alles. Alter, Alter! Diese Explosionsviecher sind echt kacke. Oh, ich hab's gerade so geschafft, den Explosionsviech zu töten, bevor es an die Barrikade gerannt ist. Meine Barrikade stirbt doch ziemlich schnell, es gefällt mir. Flash down. Oh, ich bin tot.
Das Spiel ja doch besser, ich bin in dem Level noch nicht einmal gestorben. Hast du offline noch ein bisschen weiter gespielt? Nö. Ich bin nur ein Level über euch, also Osten. Ah, okay. Schreit findet er unter und Zauber braucht. Alter, was ist hier los? Hier sind so viele Dicke. Die ersten Wachen kommen. Ich guck mal drauf. Okay, bei mir ist inzwischen Ruhe. Ja, Mana ohne Ende und betäuben bitte, danke. Wo sind jetzt noch welche Fliegeneinheiten? Okay. Oh Gott. Letzte Wave. Wir haben 31 Minuten jetzt. Ja, passt. Leider, wenn es nicht mehr rum ist. Unser letztes Mana an der Tag. Würde ich sagen, wir haben ein Problem. Wir kriegen fliegende Explodierer. Oh Gott. Fliegende Explo was? Explodierer. Fliegende Explodierer. Okay, dann müssen wir mit dem Gleiter zu und dann direkt auf die Barrikade und machen Bumm. Okay, aber jetzt also ist auch der, jetzt kommt aber der Boss, ne? Verteidigung. Jetzt kommt aber auch der Boss. Okay, pass mal auf, ich platziere hier. Ja. Wo fliegt der wohl das lang? Ist... Pass auf, ja, mit dem Boss sind die Explodierer in dem Sinne gemeint. Achso, okay. Ich überlege, wo kann ich denn das am günstigsten platzieren? Hm. Eine Luftverteidigung. Was ist jetzt eigentlich kaputt gegangen? Hier die Barrikade ein. Gibt es erstmal. Ich habe das irgendwas, was reparieren kann. Ja, nachbauen, was nicht mehr möglich ist, weil der Platz weg ist. Ja, Entschuldigung, ich musste halt die Luftabwehr bauen. Ja, das ist doch richtig. So, ich kann nichts mehr machen. Ich bin komplett out. Dein Feuerding hier ist ein bisschen unpraktisch. Welches? Das hier. Steht hier ganz alleine. Ja, ich weiß. Das hat viel geholfen in der letzten Runde. Aber die Barrikade ist trotzdem irgendwo auch wichtig. Ja, das stimme ich dir zu. Ich glaube, eine Barrikade ist, was Gegner länger aufhalten kann, ist wichtiger als ein Spieß, der nur Schaden macht. So hart das jetzt auch klingen mag. Ich mach's sogar gleich auf Stufe 3. Dafür habe ich jetzt kein Mana mehr, um den Rest von mir hier zu upgraden oder zu reparieren. So, ich heb mir noch ein bisschen was auf, dass ich reparieren kann. Aber ich kann es im Grunde nur noch reparieren, mehr kann ich nicht. Dass ich hier Barrikaden repariert bekomme. Kann noch 29 Punkte brauchen wir? Nö. Ich glaube, soweit ist alles geheilt. Da gerade sieht fast nichts Schlimmes aus. Ja. Wir haben es doch ganz gut durchgehalten dafür, dass wir die erste Runde recht gekackt haben. Ja, das heißt im Grunde jetzt. Letzte Runde. Jetzt beginnt der Spaß. Oder nicht? Jetzt du das. Oh, da kommen sie schon. Da kommen sie schon angeflogen. Ah, Stark, ich kann dir sagen, warum deine Barrikade hier ständig down ist. Weil die hier ständig mit ihrem Dynamit angerannt kommen. Ich hab die jetzt aber schon auf Stufe 3 gepackt, also. Ach, ist immer noch da. Boah, fuck. Hier ist wieder so ein Heiler-Spast.
wie ich einfach mal keinen Schaden auf den Heiler gemacht habe. Gibt der immer noch ein? Das ist echt unreal. Vielleicht sollten wir doch lieber Spiele mit einer Unreal Engine spielen. Gott, war das schlecht. Tut mir leid. Was? Nix, nix, alles gut. Realisierst du erst gerade, was ich gesagt habe? Nee. Ich realisiere nur, wie schlecht er eigentlich war. Und trotzdem lachst du drüber. Ja. Lombi, du bist fast tot. Stell ich mal in die Mitte, da ist noch mein Heal-Found. Da wirst du geheilt. So, hier sind alle tot. Ja, guck mal oben rechts. Oh, hilfst du bei Darkman ein bisschen mit? Ach du Schande, das ist ja... Okay, du schaffst das hier weiter. Das perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Warum kommen hier jetzt plötzlich noch wieder welche raus, Alter? So, Drachen hier down. Oh, Hallöchen. Alter, das ist hier so ein Haufen Gegner. Dass ich jetzt mal im Prinzip nur noch... Da kommen jetzt die Flugeinheiten, das sollte ich noch geregelt kriegen hier. Jetzt kommen nämlich die ganzen Flugeinheiten noch. Ja, ja. Oh, das ist eine Bombe. Versuch sie abzuschießen. Oh, komm, lass mal. Leute, ich krieg das hin. Gut. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich das recht schnell hinbekomme. Gut. Nur noch die Lufträume. Ja, die Lufträume kann ich nichts machen. Ich bin quasi, ja. Flug ist alles down. Ist nur noch ein Gegner da, der sich gerade verpisst. Das war die letzte Welle, ne? Ja, geschafft! Hui. So, Leute, und damit verabschieden wir uns auch. Das war jetzt die letzte Folge. Das war die letzte Folge, es war jetzt quasi Zeitende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde dann sagen, ja. Bis zum nächsten Part dann, ne? Mir hat's gefallen. Daumen hoch, abonnieren, also ich hab auch schon Daumen gegeben, muss ich sagen. aha, jetzt kommt's raus. Also dann, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio. Cheers.